Meine Lieben, Damen und Herren, willkommen in der Cora Sanchez Show. Die Hand Gottes, meine Wenigkeit und... Hast du Musik vergessen? Ja. Hast du wirklich Musik vergessen? Wir vergessen noch so einiges. Hast du Musik vergessen? Ja, aber Freunde... Du bist älter. Ja. Gell? Du bist älter. Das Rad von der Zeit nagt an mir. Du bist älter, aber du auch noch nicht... Aber ich sage euch... Selten so unvorbereitet in der Show kommen. Ich sage... Ja, das stimmt. Ich habe eine lange Nacht hinter mir, meine Freunde. Genau, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Auf jeden Fall. Du hast eine lange Nacht hinter dir. Hat es doch einmal geklappt? Das Liebesleben, hä? Ja, das Liebesleben. Das Liebesleben. Was macht das Liebesleben so? Ich tue jetzt hier das Michael Jackson-Jäckchen vom Schweigen. Wir reden dann mit dem Gast. Zu. Komm, mach's mal zu. Wir reden dann mit euch. Freunde, nicht alles, was aufgeht, geht auch wieder zu. Ja. Auf jeden Fall. Wir reden noch mit unserem Gast, mit unserem gut aussehenden, eloquenten Gast noch über das Thema. Aber jetzt müssen wir schnell... Lass mich mal schauen. Ja, unten durch ist gut. Ist alles zu. Sehr gut. Ja, nein, jetzt gestoppt. Jetzt sind wir schnell zu den obligatorischen. Total, den Text noch vergessen, das ist unglaublich. Wir machen immer mehr Freestyle in dieser Show. Muss eine Wahnsinnsfrau gewesen sein? Wie sieht sie aus so? Kannst du das ein bisschen beschreiben? So? Stell doch mich weiblich vor. Mehr weiblich? Stell doch das vor und dann wisst ihr auch, was solche Augen für Augenschmaus erwartet. Kann man dich nur umbeugen? Also manchmal haben ja auch Schwule, die zuschauen. Ich habe ja kein Autoritätsproblem, das ist schon bekannt. Mich kann man beugen und Ding wie man will. Ja, ich bin überhaupt kein Stahl. Ich bin überhaupt nicht aus Stahl. Nein, mich kann man nicht beugen und brechen. Okay, aber kommen wir zu den Promi-News. Kleiner Übergang zu den Top 3 Promi-News. Wir schauen, was gegangen ist. Abbiegen, hast du mir das gesagt? Wir beugen. Abbiegen, ja. Jawohl, der Amerikaner. Abbiegen, ja, gut, ihr seht. Ja. Das ist übrigens der Herr mit der Maske und das ist die Dame mit der Maske. Und wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten. Michel, was sagst du, hast du für einen Quote, wenn du in Amerika, wenn du Amerikaner wärst? Also ich glaube, der Star ist ja nicht er, sondern sie ist ja der Star, oder? Sie ist der Star. Sie ist der Star, oder? Wieso ist sie der Star? Ich bin da zu wenig in diesen Lager unterwegs. Wieso ist sie der Star? Die erste Vizepräsidentin, zwar 100 Jahre nachdem das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist in Amerika. Dann eine Immigrantin, afrikanische Wurzeln, indische Wurzeln. Ich glaube, das ist so wirklich so das Bild vom neuen Amerika, nicht? Er ist ein bisschen ins alte Amerika. Oder ist das vielleicht das Bild vom neuen Amerika? Oh ja, ich bin noch da. Du bist ja nicht über die Mauer, du bist ein Mexikaner. Das stimmt, verdammte Achtung, wir dürfen nicht zu viel Fluch in dieser Show. Wir haben noch Sponsoren und Kooperationsverträge. Und wir wollen ein Millionenbusiness. Freunde, wir können nicht einfach von Luft und Liebe leben. Aber wir gehen weiter. Lass mich raten. Wir gehen ins Königshaus. Ja, es wäre jetzt ein Zufall. Ja, genau. Meine Freunde, wir haben Roland Schumacher und seine Königshäuser. Die zwei Gesichter müssen wir nicht erklären, nein, sagen, wer es ist. Aber sie müssen in den USA Weihnachten feiern und hätten eigentlich gerne in Großbritannien mit der Königsfamilie Weihnachten feiern. Quizfrage: Wieso haben sie es nicht geschafft? Wieso müssen sie das Jahr in den USA bleiben? Michel, du hast drei Auswahlmöglichkeiten: Covid. Wer es nimmst? Kann jetzt so spontan wir reden nicht über Corona. Das war eine Quizfrage an dich. Wir haben gesagt, wir reden nicht über Corona, Michel. Das haben wir gesagt in Marco Rima. Stimmt, Marco Rima. Wir nicht den Marco Rima als Gast. Nein, das stimmt. Dürfen wir über Corona reden? Dürfen wir über Corona reden? Ist das der Grund. Was ich mir so gefragt habe, wie sieht das so eine Weihnachten aus in der Kreisfamilie? Oh, ja. Weißt du schon? Aber Der Weihnachtsbaum im englischen Kreisfamilie. Wer bin ich jetzt? Was denkst du, welche Farbe? Weckkugeln? Also Kugeln? Ja. Ich nehme an Royals Gold. Blau. Man sagt doch, blaues Blut fließt durch unsere Venen. Bei uns Königen. Ja, aber das hat ja nichts mit der Weihnachtskugel zu tun. Ah ja, stimmt. Ich habe eine lange Nacht gehabt. Freunde, wir leiten über. Ich denke, goldig. Goldig, gut. Wir einigen uns auf goldig. Und Freunde, ich verspreche euch, wenn ich dann im Königshaus zum Ritter geschlagen werde, was vielleicht noch 12 bis 15 Jahre geht, dann werde ich euch Material liefern. Cool, aber wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit für unseren Gast. Und jetzt kommen wir zu den nächsten News. Achtung, wieder raten. Beatrice Egli. Der Wendler. Heisser. Wendler? Ja, ich glaube es, oder? Komm, bring ihn mal. Der Wendler, natürlich. Freunde, es gibt kein Briefing vor. Der Michel hat einfach Hälse. Nein, schau jetzt. Der Wendler gehört so sicher in die Show wie... Ja, der gehört wie mehr. Der gehört zum Inventar. Freunde. Und der Wendler hat Telegram wieder gelöscht. Telegram, was ist das? Er ist schon weg von Facebook, Insta und hat gesagt, ich gehe jetzt in die Ecke von den Leuten, die wirklich... Aber die Nazi-Social-Media-Plattform, oder?
Oh, da wird ich keine Stellung beziehen. Nein, weißt du, okay. Verlieren wir alle den Geld und so. Weißt du, okay, würde aufpassen, okay. Politisch okay. Korrekt. Aber. Nicht Nazi. Das wäre sehr nötig. Ja, man kann das Ethik brauchen. Ist halt jetzt auch schon wieder fast played out, das Wort. Weißt du, so wie Ehrenmann. Ehrenmann? Wie, ja, es ist der Bushido und so. Weißt du, wo man, er hat sich selber Ehrenmann genannt und ist kennen. Und jetzt, ja, so, er ist eine lange Nacht. Ich hoffe, er. Komm, zu dem Gast kommt, das ist langweilig. Komm, wir gehen wir zum Gast. Wir gehen zum Gast. Ist langweilig. Sie ist bei der aktuellen Bachelor-Staffel dabei. Ui. Sie und hat für Furore gesungen, meine lieben Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, begrüßt bitte herzlich. Lara, komm rein. Hoi zusammen! You did it! Schön bist du da. Danke. Lara, wie geht's? Gut, und dir? Ich kann nicht klagen. Ihm geht's wie eben gut. Ihm geht's immer gut. Was ist es nach 5 Jahren? Das ist der Fuss. Der Michel weiss auch, was er will. Der Michel wird aus dem Nähkästchen plaudern, das haben wir dem so schön. Er ist in der Mitte, er hat eine schwierige Position dazwischen. Der Vermittler, ich bin der Vermittler. Er ist der Vermittler. Nara, wir haben lieber die Nara eingeladen als den aktuelle Bacharou. Warum? Geil, warum? Es war lange nach. Wieso? Gute Frage. Ich nehme an, weißt du, es gibt Chanceintelligenz. Das heisst, jeder Mensch. Das ist eine lange Antwort. Das ist ein langweiliger. Mega! Rabia! Das ist ein langweiliger. Du hast schon für eine Verlorene gesorgt. Ja. Bereust du deine Teilnahme oder würdest du gerne noch mal mitmachen? Nein, ich bereue sie nicht. Also, ich bin glücklich, dass ich das mitgemacht habe. Ich habe gute Frauen kennengelernt. Und wir haben es alle miteinander gut und es ist eine geile Erfahrung. Ich kann es nur jedem raten, machen wie das mal. Wie meinst du das, geile Erfahrung? Du bist nicht der... Ich wollte dich auch fragen, oder? Ich meine, du sagst eine geile Erfahrung. Also, ja, ja. Ich stelle mir vor, geile Erfahrung, dann kommt der alle. Also, das ist für mich alles andere als eine geile Erfahrung. Also, nicht wegen alle. Nicht wegen alle. Nicht wegen alle. Nicht wegen alle. Nein, einfach so. Ja? Wegen also, dem Küppli, was es dann nach dem roten Teppich. Also, du bist eine hübsche Frau mit Ansprüchen. Ja. Du hast sicher zwei Sachen. Hat er dir erfüllt, optisch? Optisch geht es so. Es geht so. Also du, am Anfang denkst du optisch, oh, er ist ein wunderschöner Mann. Und dann lernst du ein T-Shirt ab, oder? Nein, dann schaust du ins Gesicht. Aber dann lernst du ihn auch kennen und weißt dann auch, also, wie er auch ein bisschen ist. Charakter. Ja. Ich finde ihn hauptsächlich schon ein schöner Mann. Er ist ein schöner, er ist nicht gerade hässlich, aber er ist auch nicht wunderschön. Er hat ein mega herziges Lächeln. Ist er schön oder ist er einfach okay? Er ist okay. Ja, er ist ein Sibni. Okay. Wir wollen den Menschen nicht auf einer Skala. Ich bin mega anstrengend, aber mit mir hat man mega viel Spass und ich bin eine ehrliche Person. Ich sage dir direkt ins Gesicht, wenn du stinkst, du stinkst. Ich bin mega offen. Alle duschen. Ich habe es nie getraut zu sagen, aber... Jetzt, wenn wir schon da sind. Freunde. Kein Product-Placement an dieser Stelle. Ja, jetzt ist es wieder. Wenn ihr das könntet schmecken, Freunde. Nein, ist gut. Nein, ist Lara, erzähl weiter. Black Daddy. Muss ich mir stehen bleiben? Du bist ein Lampenkotz. Ja, voll. Ja. Das bin ich halt. Ich aber ist es so? Ist es so authentisch? Ja, genau. Wie äußert sich das? Bist du zu echt für das Format? Ist es nur bequem? Ich denke. Ich denke, würde das andere Format besser zu dir passen? Also, da für die Schweiz finde ich, das ist ein bisschen übertrieben. Also, meine Art ist ein bisschen übertrieben für die Schweiz. Es sind sehr wenige, die das verstehen und das auch wollen. Darum denke ich, wäre ich in einem. Wie soll ich sagen? In einem bulgarischen Format besser. Nein! Deutschland sogar. In Deutschland? Oder schon in einem scripted Reality, sondern in einem 100% Reality. Mit dem Wendler, ja. Mit dem Wendler, der Show. Der Wendler würde natürlich Interesse haben. Nein, das ist schon ein guter Wendler. Ja, ich glaube, der ist schon. Nein, das ist ja, okay. Du kennst den Wendler, so kennst du den Wendler? Nein. Nicht? Egal. Aber weißt du, wer sie kennt? Wer? Unser guter Kollege, der Basti Jota, oder? Sebastian Jota kennst du? Oh, Bastian Jota. Nein, das ist etwas für mich. Der Basti. Ja, wärst nein, sag mal, was die Männer wärst offen, wenn es um ältere Männer geht? Was heisst ältere Männer? Wow! Was heisst für euch alt?
Das ist eine gute Frage. 40? Du bist 22, 40. Oh, 40. Ja, ist ja immer das Doppelte, könnte immer noch seine Tochter sein. Eben, nein. Nein, nein. Der Basti ist wahrscheinlich schon so 7. 47. Und der hat jetzt gerade einen Porno-Trend. Auf jeden Fall, Timo Wessel. Timo Wessel, was macht für dich ein moderner Mann? Also, was ist doch beantwortet wegen der alten Männer? Also, sagen Sie schnell, Altersgrenze. Wie alt dürfen Sie? Bis 30. Oben? Bis 30? Ja. Okay, ja, tut mir leid. Okay. Ja, meinst du, ich habe es nicht ganz selber festgestellt? Dass ich das überhaupt nicht mehr weiß, nicht ganz selber festgestellt. Danke, dass du mich einmal drauf aufhörst. Ich habe so viel Hoffnung gemacht. Aber in meinem Seelenleben sehe ich dich nicht zurück. Meine lieben Freunde, wir kommen zurück zu dir. Was macht der moderne Mann denn noch aus? Weißt du, auf das Gefühl zeigen? Das sind ja mehr zwei. Genau, wie soll ein Mann mit einer Lenkkraft umgehen? Also. Was muss er machen, damit du Lampen machst? Wie kann man eine Prinzessin, eine Diva und eine Prinzessin, wie kann man sie bändigen? Ja, genau. Ich finde, mit Humor lachen. Ein Mann sollte offen sein, ehrlich. Offen sind auch für andere Frauen, oder? Nein, offen. Gut, das ist ein Penalty. Wirklich selber. Nein, offen für dich. Ein Schutzenheitsspieler. Ein Schutzenheitsspieler. Was muss ein Mann mitbringen? Moderner Mann, 3 Punkte. Also offen, wie meinst du jetzt offen? Also wie meinst du? Lebensoffen. Also lebensoffen. Lebensoffen. Also du darfst machen, was du willst und er soll machen, was du willst. Das wäre schön, aber das geht nicht. Das geht halt nicht. Das wäre schön, aber das geht halt nicht. Aha. Muss ja immer noch die Gleichberechtigung aber haben. Aber ein Mann hat bei dir auch so seine Freiheiten. Ja, natürlich. Ja, also kannst mit den Jungs in den Ausgang, kannst machen und tun, was du willst. Ich bin sehr willst du eine beste Freundin haben? Als nein, das nein. Wow! Stopp! Kein Kollege mehr, alles nur Männer in deinem Umfeld, sonst gibt es auch nichts. Genau. Okay, genau. Also ich hoffe, aber dass du wirklich ein Kollege bist. Du bist nicht eifersüchtig, oder? Nein, stopp, ich weiss, ich sehe besser aus. Not jealous. Oh, yeah. Sonst noch jeden Tag ein Blümchen oder irgendwie. Weißt du, Cora tut auch. Nein, aber ein bisschen Überraschungen. Das ist auch geil. So, ja, Überraschungen, etwas gut. Was ist jetzt für dich so eine richtig coole Überraschung? Ich sag dir eine. Das ist aus meinem Fundus. Aus meinem Fundus. Michael Jackson, ja, genau. Aus meinem Fundus. Stell dir vor, Nara, es ist Valentinstag. Oh, wir sind lieb und ich sag dir, Nara, du liegst jetzt. Kannst du es nicht vorstellen? Nara, du liegst jetzt. Du musst viel Fantasie brauchen. Nara, du liegst jetzt auf deinem Schlafplätzchen und du legst ein Augenbind an, du hast Musik in die Ohren. Und irgendwann wirst du eine Rose spüren. Ah. Und dann wirst du denken, wieso der Kohen? Wieso der Kohen ist? Ich habe euch jetzt einen Tipp gegeben, für den Fall, die ich euch retten könnte, falls sie zu Bruch geht, müssen wir den Einspieler zeigen, dann haben wir gerade zurück. Ja. Was ist jetzt pointig von dem? Ja. Ich liege mit den Augen zu. Und dann, ich nicht. Dann kommt, ich habe den Zugelost. Ja. Das ist Kopfkino, mein Freund. Was meinst du, was kommt dann? Ich weiss nicht. Das ist eben die Frage. Magie, Freunde. Magie. Bei ihm weiss es ja nie. Wir kommen gerade wieder. Ah! Ja, genau. Ah! Surprise, meine lieben Freunde! Ah! Du bist Überraschungen bei ihm, weisst du es nie? Es gibt doch einen Bahnhof immer, mit dem heftigen Surprise. Vielleicht doch ein Match. Sehen wir nach dem Beispiel. Tinder macht es auf jeden Fall schneller, ich weiss mir gerade, ob es ein Match ist. Oder spielt es auch ein Match? Schau rein. Und können wir jetzt zurück. Wir lieben noch. Freunde, willkommen bei der Coresanche Show mit der bezaubernden Chanel Brooks. Hallo zusammen. Ah, fuck, was? Hey, sehr Freunde, professionell. Chanel, zeig uns bitte, wie das funktioniert. Ich probier's, ja. Freunde. Wow! Oh mein Gott. Hey, das cheers. Ist Chanel Brooks, ich würde auch sagen tschüss. Also, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Wie ist dein Name? Omar. Omar, also jetzt probieren wir mal den Trick von der Chanel. Also ich okay. Helfe es meistens so. Mhm. Mit 2 Fingern unten. Ja. Mhm. So, meinst du das? Ja. Ich denke, Omar macht es. Er ist nicht wie ich. Er hat es geschafft! Oh mein Gott! Omar, ich bin sprachlos. Ja. Respekt an dieser Stelle. Hey, zum Wohl. Oh mein Gott! Meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei der jetzt schon legendären Alles überbietenden Coresanche Show mit der wunderbaren Nara. Sie ist hier in der Haus. Danke, bist du da. Nara, erzähl mal schon, wie geht es weiter nach Bachelor? Hast du eine Karriere vor dem Showbusiness? Was hast du schon davor? Was sind deine Pläne? Kannst du schon etwas erzählen? Wir würden es kommentieren. Okay. Also weil, das ist ein grosser Mann, der weiss, wie man Karrieren aufbaut. Vielleicht hat er auch einen Input. Ja, Tipps für mich. Man. Ja, genau.
Modeln natürlich. Und jetzt wollte ich jetzt auch anfangen mit meiner Internetshow. Internetshow? Internetshow? Ja! Internetshow! Freunde, das geht! Ui! Lara's Beauty Palace. Copyright, Gerade du hast recht. Das ist so Nägelgestalter. Nein, ich habe mir einfach gedacht, so, weil ich eben so ein offener Mensch bin, über alles reden, was etwas positiv ist. So eigentlich so ein bisschen wie das. Also so ein bisschen wie mir eigentlich. Ja, und einfach noch ein bisschen Spielis und auch Kollegen mit reinbringen, Familie. Und ja, so ein bisschen einfach Entertainment, sagen wir so. Dass die Leute einfach, wenn wir jetzt so bei den Corona-Zeiten sind und alle sind deprimiert, haben sie wenigstens etwas lustig zum Schauen. Und zum unsere Geschäfte sind ja 1:1. Gell? Ja, meine, wir haben sie erfunden. Wer hat es erfunden? Ricola! Du kannst uns einladen. Ja, genau. Ja, du musst sicher. So modeln und so. Wie muss ich das vorstellen? Ja. Du musst dich dann so auf Private Jets häkeln? Nein, nein. Also, wer kann mir schreiben? Blühende Fantasie. Wer kann mir auf E-Mail schreiben? Man kann ich kann mir schreiben. Ich kann mir schreiben. Okay. Also, Foto und Telegram, wo ich dir jetzt einfach mal unterstellen bist. Und wenn er dir schreibt, kommst du dann so vorbei. Wie du willst. Amset! Amset! Jetzt wollen wir noch schnell über die modernen Frauen reden und natürlich das moderne Frauenbild. Weil das ist das wichtige Bild. Ja, ich meine, das ist die eine Seite, die sinnliche, verführerische Seite, was eine Frau soll haben. Aber ihr Frauen sollen auch uns... Nur Klasse, gell? Ja, genau, sollen uns auch... Immer wenn du so anfängst, ganz länger. Achtung, jetzt wird es schwierig. Nein, sag doch schnell, das moderne Frauenbild, weißt, hat sich auch verändert, oder? Ja. Und im Bachelor sage ich jetzt, je nachdem, bedient man manchmal auch vielleicht noch das ein oder andere Klischee. Ja. Sag jetzt mal nicht, um das zu werten, aber es ist einfach ein Fakt, oder? Du bist ein Schachi. Was ist jetzt die Frage? Ja, kommt, ich brauche es auf. Es kommt. Weißt du, das sind die billigen Journalisten. Weißt du, sind schon die Minuten 16. Das sind die langweiligen Journalisten-Fragen. Das nehmen wir schon. Ich sage es immer wieder. Ja, und Spiritualität hat niemand. Wer hat das gesagt? Spiritualität. Wieso Spiritualität? Jetzt kommst du von dem Bikini zur Spiritualität. Das wollen wir jetzt erklären. Das ist ein spirituell. Bist du spirituell? Ja. Also... Glaubst du Aliens? Nein. Geister? Also wie äussert sich die Spiritualität? Ja, so, Geist. Also ich glaube nicht gerade alles von der Spiritualität. Schau mal. Es bewegt sich etwas, noch schon. Aber so meditieren. Ja, meditieren. Schön. Das ist etwas, was ich gerne mache. Jetzt, das ist ein grosser Begriff. Lass ihn mal rausreden. Eben, wie tust du meditieren? Ich bin daheim. Es ist alles ruhig. Ich gehe am Boden und fange an. Selber einfach immer. Könnt ihr euch Nara so vorstellen? Mm. Eben nicht, ich kann mir selber nicht so vorstellen. Sagt euch ehrlich. Ich kann mir selber nicht vorstellen. Aber ich mach's. Hast denn du irgendeine Fähigkeit? Irgendetwas, so. Also kommunikativ bist du? Ja, so X-Men-mäßig. Irgendeine Fähigkeit. So X-Men-mässig. Ja, aber so als spiritueller Mensch haben wir doch ab und zu Ich merke so zum Beispiel, wenn ein Mensch wirklich aufrichtig ist oder nicht, wenn er mir etwas vorspielt oder nicht. Das ist cheaper than ever. Ja, never. So fein ist das Ball für mich nicht. Ja, ich bin schon. Stimmt ab, Bulgari Black. Stimmt ab, Bulgari Black. Ich finde, ihr beide sind mega lebensfreudig, offene Personen, merken gerade, sind da. Heute ist immer, gell? Offen. Gebet, haben kein Blatt vor dem Mund. Das merke ich. Ihr beide. Also, kein Blatt vor dem Mund. Eben keins. Danke mal, Nara, für dich. Schätze ich, wir kommen wieder zurück zum Wetter, meine lieben Freunde. Zum Wetter? Ja, es ist Sturm. Zum Wetter? Es ist ein Sturm. Es ist ein Sturm. Das ist schon ein Sturm. Es ist schlimmer. Es ist schlimmer. Es ist schlimmer. 30 Grad, 40 Grad. Es wäre mega gut mit dem. Dann kommen wir wieder zurück. Okay. Viel Spaß mit dem Spiel, meine Lieben. So, Chanel, wir führen Mann-Frau-Gespräche führen. Zwar die Klassiker. Wie tut man dich erobern und um den Finger wickeln? Weil der Bachelor wissen wir ja nicht, ob es wird schaffen oder umgekehrt. Ja, oder werden wir. Wie tut man das Herz erobern? Also? Das werden sicher alle Männer wissen, wie man von so einer hübschen Frau das Herz erobert. Der Karin weiss es natürlich schon lange. Ich habe natürlich die Antworten schon lange. Freunde, aber ich mache das wegen euch. Erzähl mal.
Ich denke, die Ausstrahlung macht es aus. Also, wenn er mir ein gutes Gefühl gibt, wenn er ehrlich ist, sympathisch, anständig. Anständig, das ist ganz, ganz wichtig. Dann glaube ich, hast du gute Voraussetzungen, das Herz zu erobern. Hast du jetzt gerade von meinem Spiegel begrüßt? Nein, es ist wirklich einfach, oder? Aber ich denke, man hat ja Respekt vor schönen Frauen. Weißt, Männer sind bei schönen Frauen plötzlich zögerlich und werden ganz schüch und wie kleine Buben denken, oh mein, ich kann sie gar nicht ansprechen. Gefällt dir das oder hast du gerne, wenn ein Mann, weißt, zögerlich die Hand nimmt, dominant ist, sagt schon, nee, gib mal Nummer, Mann. Ja. Wie sieht das aus? Ich mag es definitiv mehr, wenn ein Mann dominant ist, der erst Schritt macht. Und es zeigt ja schon die Männlichkeit, dass er weiss, was er will. Gell? Und ich denke, das solltest du bei jeder Frau, die dir gefällt, machen. Auch bei jedem Mann. Ich meine, Frauen sprechen ja heutzutage auch alle Männer an. Aha, ist das so? Ja. Freunde, wir sind wieder da. Schon gleich am Schluss ist es wirklich schon zu spät, während da der Runde gedreht. Lange nicht am Schluss. Du singst ja noch. Lange nicht am Schluss. Ich singe noch, das stimmt. Ja, aber Nara, noch letzte Frage, bevor wir zu ein bisschen verklagen. Es hat noch nie ein Mann für die Nara gesungen, hast du das gewusst? Wobei singen ist auch relativ bei dir. Aber es hat noch nie ein Mann ein Lied vortragen, gell? Ja. Gell? Wirklich sehr schmal, gell? Bist du schon ein bisschen nervös, ja. Ja, lange noch, Mann. Okay, jetzt Clip und Clara, komm. Nein. Zuerst, Nara, erzählst du uns eine Story. Wir brauchen Schlagzeilen. Eine Story, wo du noch niemandem von den Leuten, die jetzt dich interviewt haben, wegen Bachelor mal erzählt hast. Und zwar in einer halben Minute. Cora hat es gerne auch noch so ein bisschen, weißt du? Es darf detailliert. Auch unter der Tischkante sein. Okay. Michel wird politisch sehr korrekt aushalten. Sehr schön. Kannst du vielleicht uns etwas erzählen, eine Anekdote aus deinem Leben, die noch nie erzählt hast? Okay. Und sehr. Was jetzt? Es kommt. Es war vor 2 Jahren. Ich habe mit einer Kollegin abgemacht, natürlich, um sich zu treffen. Das war am Abend in Altstetten. Am Bahnhof, gerade beim Sokar dort hinten. Wir waren am Hocken, alle drei, und sind am Reden. Dann kam eine alte Frau. Um die 50 oder so, hat sie eine Brille und alles und sagt uns, kommt neben uns und sagt uns, darf ich neben euch urinieren. Neben uns. Und wir waren bei der Sokar-Tankstelle, also hat es ein WC, oder? Und ich so zu ihr, ja, nein, man hat ein WC, du kannst schnell aufs WC gehen. Sie hat nicht gehen. Und ich so, ja, okay, dann habe ich sie angefangen zu filmen. Nachher meine Kollegin so, nein, mach das nicht und so. Aha. Nachher mir so, ist okay, dann haben wir angefangen mit ihr zu diskutieren, zu streiten. Und dann sind wir draußen gewesen. Wir sind gerade bei den Parkplatz gewesen, wir am Reden. Die Frau macht eine ganze Runde und den ganzen Block, kommt zu uns vorne und will uns überfahren mit dem Auto. Hat wirklich Vollgas gegeben. Wow. Ich springe auf die linke Seite, alle meine Kolleginnen sind auf die rechte Seite gesprungen und wir sind... Sie links oder rechts zurückgefahren? Es ist geradeaus. Geradeaus. Wirklich. Regie besprochen. Vollbremse, also Vollgas geben. Und ey, ich bin mega schrocken. Ich war mega am Brüllen. Wirklich. Mega am Brüllen. Ja. Aber dann haben wir ja zu der Polizei alles eingehen, dies, das. Weil sie ist aber nicht, glaub, nur ganz normal gewesen. Sie hat, glaub, getrunken und ein paar Drogen genommen und alles. Aber bläst du ab, sie leben noch etwas vor mit dir? Zwei Fragen noch. Hat sie denn jetzt brützelt oder nicht? Ja. Also, sie hat es brünzelt. Sie hat es. B. Gibt es in Altstädten nichts? Nicht kein anderer Noten, der kann eingehen als Sokar-Tankstelle. Aber es hat gerade ein WC nebenan. Ich kann sagen WC, das ist Sokar-Tankstelle. Ja. Und das habe ich eben nicht verstanden, weil das WC ist nicht wie von ihr. Wieso gehen die Ausgang in Altstädten an die Sokar-Tankstelle? Ah, das ist nur schnell. Stundigabend triffst du schnell mit den Kollegen. Stundigabend trifft man sich schnell. Gut, dann machen Sie es fies. Bachelor als Format. Oh, gleich. Gut, Männer. Scheiße. Jetzt haben wir nicht Lautstil. Corona. Nein, wir reden nicht über Corona. Gut. So geht es dann. Aber in dem Fall die nächste Party. So geht es dann. Geld.
So geht es auch schnell. Oh, Ruhm. Raff, Geld. Ruhm. Ja. Ruhm. Ja. Bist du berühmt werden? Ja. Geld. Ruhm. Liebe. Sag mir falsch, das ist mir wichtig. Sex. Okay, ja, nein, jetzt können wir Geld über Politik. Scheiße. USA. Wollte ich eigentlich nie wohnen gehen. Rudimentäre Antwort, das gefällt mir. Was Schweiz? Und jetzt Achtung. Schweiz. Gut, aber anstrengend. Achtung, jetzt kommt die wichtigste Frage. Ich mache die ganz schön an für den Moment. Okay. Achtung. Weltfrieden. Das Beste. Nara, danke für deine Antworten. Wir kommen jetzt noch zu unserem Ständli, beziehungsweise zu ihm. Ich möchte hier entweder auf oder zu haben. Einfach etwas, wollte ich, dass er frenetisch applaudiert. Dass er frenetisch applaudiert. Ich habe schon gehört, ich habe schon gehört. Nein, wirklich. So herzig. Aber der Michel. So herzig. So herzig. Der Michel darf er auch sagen. So nein, wir müssen sagen, er ist jetzt Zielpublikum. Der Michel darf sich zu uns über die Musik einsetzen, muss ich rein. Ja, damit ja, mal etwas falsch. Das ist dir parat. Du bist der Musik noch umgefallen. Du möchtest gut bleiben. Heute ist Playback, Freunde, lange Nacht. Heute ist Playback. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, heute ist Playback, Freunde. Achtung, bist du bereit? Ti gusta mi carina dura dura, tu cuore vuole la tua temperatura, la marinara è futuro e tu cama bimbo su un'avventura. Te mi reso una meta levo tu bravura, tiene un granura, pom pom pom, tu cuore con mi lettura, il lolito e tu carisma è locura, pom pom pom, mi è suave, tiene un textura. Sigo mirando tu cintura, cintura, Dios mio, tu cuedra e tu pura. Che te te la lente mette e se no blessura. Sit the floor, ladies and gentlemen, follow me land. Das ist Nara und mehr zwei natürlich. Haben wir sehr gefreut, Nara, danke mal. Hab mich gefreut. Für den Applaus, Freunde, habt ihr das gehört? Die Hände, gell? Das ist kalte Hände. Kann ich mir kalte Hände? Kalte Hände, aber warmes Herz. Stone cold, aber ganz warmes Herz. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, meine lieben Freunde. Wir sind auch schon fast in der Zeit. Was für ein Wunder. Das ist ein neuer Ja, Nara ist aber ein super Gast. Tschüss! Du solltest die Hand nicht vor dem Gesicht haben im Wink, haben wir doch gesagt. Was ist besser? Tschüss!